Flammen. Ja, bisher haben wir noch. Ordentlich Umweg habt jetzt eigentlich. Bin ich jetzt, wie der dieser Umweg ist? Eigentlich schon nochmal auf die Karte. Was wir denn da schon abfahren können? Da kann eigentlich. Machen wir das Ganze darauf, dann abzufahren. Ja, Gott sei Dank ist das nicht mein Sprit, weil da hätte mir schon mehr auf. Aber immer bedeutet wenigstens was auch. Also den Hunkern. Dreigental. Da müssen wir raus. Dann werden wir dann jetzt abfahren. Auch Richtung Innsbruck dann. Scharfe Kurve. Oder jetzt weiter. Da sind noch da die Schnellstraße runter. Passstation von uns, aber die nehmen wir nicht. Passen wir jetzt nicht mehr. Bis dorthin. Ja, noch fahren wir innerhalb auch der Grenzen. Irgendwann wird es dann Richtung Ausland gehen, natürlich. Ja, schauen wir mal, was jetzt dann wieder der Plan aussieht. Theoretisch könnten wir uns Evans leisten, einen eigenen LKW. Ich schaue mir das jetzt nochmal an, ob ich das jetzt wirklich tue. Müssten halt den Kredit dann auch jeden Tag noch decken können. Oder ob ich nicht sage, okay, hey, ich stelle einen ein, soll mir mit einem LKW fahren. Und ich kaufe mir den zweiten LKW quasi.
Euro tut der mir vielleicht auch ein bisschen was schon reinfinanzieren. Vielleicht nicht viel, aber vielleicht kann der zumindest dann die Kreditkosten abdecken. Gut, Salfeldenwörgl, Großglockner, da müssen wir raus. Da müssen wir raus. Und ja. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, Leute. Aber passiert? Ich fahre schon ziemlich lang, denke ich damit. Aber ja, Busch kann man sich ändern. Die Aufnahmen werden halt so was veröffentlicht. Aber wir können kurz was machen. Mal anschauen, warum ich den verdrückt habe überhaupt. Ich habe nämlich auch das Bild von der Aufnahme nicht genau neben mir. Ich sehe meine Tonqualität nämlich. Mein Bild sehe ich nur ganz leicht. Und ja, nachdem ich das Fahren gesehen habe, dass sich das bewegt, habe ich gedacht, das ist alles in Ordnung eigentlich. Ich habe jetzt nur, dass nachdem es so hell war, gewundert. Fahren. Aber wir sind gleich da auf jeden Fall. 53 Kilometer noch. Laut Navi. Geht jetzt dann nach Rucki Fucki Zucki Ducki. St. Johann müssen wir jetzt. 50er Zone. Ein bisschen einbremsen.
So. Ja, ich glaube, es waren 3 oder 4 Stunden Umweg, den wir da jetzt gefahren sind. Der Lieferung jetzt eigentlich aus. Zwei Stunden, 6 Restzeit. So viel war da jetzt auch nicht mehr Restzeit dann. Aber ruhig auf den Straßen jetzt in der Nacht hier. Nichts los. Bin gespannt, ob da untertags mehr los wäre eigentlich. Ja, wir kommen sicher sogar pünktlich an. Okay. Soll es mit der Musik jetzt schneller gehen, oder? Ich merke gerade, ich habe da ordentlich was versaut. Und ihr habt jetzt keine Musik mehr. Ich habe jetzt wieder was verstellt, nämlich. Läuft. Technisch ist jetzt mein schwierigstes LP mit den vielen Tasten, da verdrücke ich mich jetzt immer. So, jetzt habt ihr die geile Mucke. Jetzt könnt ihr mitmachen. So, wir sind hier in Leogang, wo es 50 erlaubt sind. Wir nähern uns unserem Ziel. Der Firma ETS. Ich glaube, wir haben sich die geschimpft. 3ET, Entschuldigung. Wir nähern uns 3ET den Traktoren, die sie bestellt haben, oder die sie brauchen. Was sie genau damit vorhaben, kann ich ja nicht sagen. So, Blinker raus. Tweety. Mal da ran, da wir dann hin haben. So. So, wird abgelenkt und ausgezeichnet. Wir haben schon wieder einen Punkt. So, dann helfen zu wachsen.
könnten einen Kredit von 400.000 aufnehmen. Damit könnten wir uns auf jeden Fall 2 LKWs leisten. Die Frage ist, 5.700 Dollar pro Tag, also Euro, Dollar, weiß nicht, warum ich Dollar sage, ist schon viel, oder? Was? Wir haben es jetzt noch nicht verwendet, wir könnten es zurückzahlen. So. Du musst einen eigenen LKW kaufen. Gut, LKW-Händler. Wir kennen jetzt nur den in Bratislava. Besuchen wir. Gut, da habe ich mir eigentlich für mich persönlich gesagt, Fehler. Wer war das? Aktos. Ja. Die Ausführung ein bisschen ändern. Passt mir. Passt mir. Lassen wir mal den Standard-Ding. Sowieso lassen wir das liegen. Dann knallrot. Hätte ich gern. Da hinten noch. Sind das Spielereien, die können wir uns auch noch anschauen. Den würde ich eigentlich so jetzt nehmen. So, meine Damen und Herren, wir haben unseren eigenen ersten LKW gekauft. Frei wie der Wind. Bin aber noch nicht fertig jetzt mit der Folge. Also wir haben jetzt einen fetten Kredit auf jeden Fall. Müssen wir jetzt schauen, dass wir den unbedingt zurückzahlen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Across. Da haben wir nur einen. Gefällt mir schon. Hätten wir noch 118.000, aber wir könnten uns dann ohne einfach nur einen kleinen Mercedes natürlich, damit wir einen Fahrer einstellen könnten, den natürlich irgendwann rentieren. Oh, sieht auch viel besser aus. Genau, jetzt haben wir nämlich 3 Stellplätze. Das heißt, wir könnten 2 LKWs auf jeden Fall noch kaufen. Wir kaufen hier nur einen. Hinfällig. So. LKW-Händler. Oh, Besucher ausgewählten Händler, Iveco. Dann nehmen wir für unseren Harvey einen. Was ist das? 95.
113 kostet, der kostet 97. Nehmen wir den um 97. Bam, kaufen. Haben wir noch ein bisschen Guthaben. Danke. Danke auf jeden Fall. Wünschen uns viel Spaß mit ihm. Gut. Hätten wir einen weg und einen Mercedes? Das ist ganz schön. Rallye. Gut, ich fahre auf jeden Fall den Mercedes, das kann ich euch auch schon sagen. Jedes Mal neu ladet. Aber es wurscht. So. Arbeitszeit. So. Gut, das kann man es eigentlich schon drüber reden. So, Aufträge sind natürlich. Den Auftrag gleich einmal an. Gut. Ja. Nächste fahren wir dann dorthin, holen uns den Anhänger. Ich spiele mir noch kurz mit den Einstellungen. Sorry nochmal für die ganzen Dummheiten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Baba.